Hervorragend. Da zusammen. Hier sind die Honigmann-Nachrichten Nummer 22, Nummer 154 vom 22. August 2012. Mein Gott, geht das schon wieder los. Berlin. WWF, Fleischhersteller, verfüttern massenhaft Gensoja. Deutschlands Verbraucher verzehren regelmäßig ohne ihr Wissen Fleisch, Eier, Käse oder Milch von mit Gensoja gefütterten Tieren. Schätzungsweise über 80% aller Sojaimporte für den deutschen Markt bestünden aus gentechnisch veränderten Bohnen, teilte die Umweltstiftung WWF in Berlin mit. Die Umweltschützer forderten die Einführung einer entsprechenden Kennzeichnung für Lebensmittel. Als ob das was nützen würde, denn Kennzeichnung sagt noch lange nichts darüber aus, ob es auch tatsächlich stimmt. Umwege gibt es auch dahin genügend. Oder? Die EU-Verordnung zur Kennzeichnung von Lebensmitteln sieht bislang keine zwingende Auszeichnung der Erzeugnisse von Tieren vor, die mit Gensoja gefüttert werden. Dies sei eine Schwachstelle, kritisierte der WWF. Zwar falle Futtermittel mit gentechnisch veränderten Inhaltsstoffen unter die Kennzeichnungspflicht der EU, jedoch nur gegenüber dem Tierhalter, welcher das Futter kauft. Für Produkte von diesen Tieren wie Fleisch, Eier oder Milch gelte diese Regelung nicht. Wusste ich doch, dass es da ein Hintertürchen gibt. 3,4 Millionen Tonnen Sojaschrot seien 2010 nach Deutschland importiert worden, hauptsächlich aus Ländern in Südamerika, teilte der WWF mit. Hinzu kämen jährlich rund 3,5 Millionen Tonnen Sojabohnen aus Süd- und Nordamerika, die in Deutschland weiterverarbeitet werden. Daraus entstünden rund 600.000 Liter Sojaöl und 2,4 Millionen Tonnen Sojaschrot. Auch der überwiegende Teil dieser Sojabohne sei gentechnisch verändert. Eine EU-Kennzeichnungspflicht müsste eingeführt werden, um Verbrauchern die freie Wahl beim Einkauf zwischen gentechnikfreien und im Laufe der Produktion mit Gentechnik in Kontakt gekommenen Lebensmitteln zu geben, forderte der WWF. Diese Kennzeichnungspflicht müsse alle tierischen Produkte umfassen, von Fleisch und Wurst bis hin zu Nudeln. Aber auch in der Futtermittelbranche und bei Tierhaltern müsse es Veränderungen geben, forderte der WWF. Die Futtermittelindustrie müsse offener kommunizieren. Große Futterhändler seien nicht bereit, Auskunft über den Anteil gentechnikfreien Sojas zu geben, denn sie vermarkteten. Tierzüchter wiederum müssten lediglich gentechnikfreie Ware bestellen, dann werden auch wieder größere Mengen gentechnikfreies Soja angebaut, erklärte WWF-Expertin Birgit Wilhelm. WWF? Coca-Cola lässt grüßen und Monsanto beim Soja weltweit. Deutschland kommt aus dem Quark. Die Euro-Verräter von Kohl bis Schröder, titelte der Focus.de. Seit 1999 gaukelt uns die CDU vor, dass Deutschland niemals für die Schulden anderer Euro-Länder haften müsse. 2003 zertrümmerte Gerhard Schröder den einzigen Sicherheitsanker. Welche Märchen erzählen Sie uns dann als nächstes? Die Christdemokraten wurden 1999 noch stark von Helmut Kohl geprägt. Und sie versuchten, kurz vor der offiziellen Euro-Einführung 1999, Bargeld 2002, die schlimmsten Befürchtungen der Deutschen kleinzureden. Genau wie jene Ängste, die leider längst Wahrheiten sind. Doch in ihren Euro-Euphorie behaupteten die CDU damals Unfassbares. Auf die Frage, muss Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen, beschwichtigten die Euro-Fanatiker ein ganz klares Nein. Der Maastricht-Vertrag verbietet ausdrücklich, dass die Europäische Union oder die anderen EU-Partner für die Schulden eines Mitgliedstaates haften. Aus heutiger Sicht eine glatte Lüge. Seit Mai 2010 tut der noch halbwegs gesunde Teil von Euroland nichts anderes, als die schon immer hoffnungslosen Fälle finanziell über Wasser zu halten. Ich sehe doch heute noch unsere IM Erika vor der Kamera stehen. Der Euro wird nicht 1:1 umgewechselt. Und was haben wir? Ich glaube, wenn die einkaufen geht, das tut der nicht weh, wenn sie einkaufen geht. Ich glaube, ja, die hat ja ihr Personal dafür.
Die CDU-Strategen fabulieren weiter mit den Stabilitätskriterien des Vertrags und dem Stabilitätspakt wird von vornherein sichergestellt, dass die Netto-Neuverschuldung auf unter 3% des Bruttoinlandprodukts begrenzt wird. Nur 4 Jahre später bricht ausgerechnet Deutschland dieses Versprechen. SPD-Kanzler Gerd Schröder verhindert 2003 gemeinsam mit Frankreich, dass die beiden wichtigsten Euro-Staaten mit Sanktionen bestraft werden, weil sie die 3%-Schwelle klar gerissen haben. Der sogenannte Stabilitätspakt ist damit Makulatur. Unsere griechischen Freunde nehmen diese Einladung sofort an. Sie steigern ihre Neuverschuldung bis 2009 gleich auf mehr als 3 mal 3% und fälschen zusätzlich auch noch die Statistiken. Sie verherrlichen lieber weiter den Stabilitätspakt. Die Euro-Teilnehmerstaaten werden daher auf Dauer ohne Probleme ihren Schuldendienst leisten können. Doch die Christdemokraten schaffen es 1999 sogar, diese bereits irrwitzigen Behauptungen nur noch zu steigern. Eine Überschuldung eines Euro-Teilnehmerstaats kann daher von vornherein ausgeschlossen werden. Wenn schon größenwahnsinnig, dann richtig. Nur, wie konnte so etwas 1999 geschehen? Wie konnte eine Partei es wagen, eine derart dümmliche Propagandaschrift zu veröffentlichen? Schließlich warnten damals hunderte von Experten vor den Euro-Risiken. Aber das ist der Plan des Systems und die Politiker machen freiwillig mit. Unbegreiflich. Und wenn dann ein Herr aus Griechenland bitte, bitte macht um eine Schuldenverschiebung, naja, kein Kommentar. Brüssel. Brüssel will Europa GmbH ohne Deutschland einführen, also eine Corporation wie die USA. Die EU-Kommission erwägt, die sogenannte Europa GmbH auch ohne deutsche Beteiligung einzuführen. EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier prüft verschiedene Wege des Vorhabens voranzubringen, sagte ein Sprecher dem Handelsblatt Mittwochausgabe in Brüssel. Barnier zieht dabei auch die sogenannte verstärkte Zusammenarbeit in Betracht. Im vergangenen Jahr hatte die Bundesrepublik einen Richtlinienentwurf der Kommission zur Schaffung der Europäischen Privatgesellschaft, SPE, im Ministerrat blockiert. Das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit erlaubt es einer Gruppe von Mitgliedstaaten, gemeinsame Regeln einzuführen, ohne dass die anderen EU-Mitglieder daran mitwirken. Deutschland bliebe bei der Einführung der Europäischen Privatgesellschaft also außen vor. Der EU-Parlamentarier Klaus-Heiner Lehne, CDU, sagte dem Handelsblatt, Deutschland drohe eine Blamage. Die haben wir doch schon längst. Mehr als blamieren können wir uns doch eh nicht mehr. Die Drohung der Kommission, die neue Europa GmbH nur in bestimmten Ländern einzuführen, dürfe die Bundesregierung dazu verleiten, einzuknicken, sagte DGB-Vorstand Dietmar Hexel. Derzeit müssen deutsche Mittelständler, die im Ausland tätig sind, in jedem Land eigene Tochtergesellschaften in der landestypischen Rechtsform gründen. Die Europäische Privatgesellschaft soll dies durch einheitliche Regeln vereinfachen. Ein entsprechender Vorstoß aus Brüssel war auch am Widerstand der Bundesregierung gescheitert, die vor allem die Mitbestimmung der Arbeitnehmer gefährdet sieht. Und so wird unter anderem der Mittelstand von innen zerstört. Tihange in Belgien. Pagne im AKW Tihange. Laut NRW-Umweltminister Remmel, der von den Grünen, tritt aus dem belgischen Atomkraftwerk Tihange, das nur 80 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt ist, seit längerer Zeit radioaktives Wasser aus, nachdem zuvor Risse im Reaktorblock 2 festgestellt wurden. In einer offiziellen Anfrage an das Bundesumweltministerium hat Remmel nun um Aufklärung gebeten. Und was dabei herauskommt, ist natürlich kein Schaden für die Bevölkerung da. Um Gottes Willen auch. Berlin. Katharina Reiche meint keine Zukunft für Homos. Die CDU-Politikerin Katharina Reiche sieht die Gleichbehandlung der kleinen Gruppe Homosexueller als Gefahr an, weil nur verheiratete Heterosexuelle die Gesellschaft zusammenhielten, berichtete queer.de am Dienstag. Unsere Zukunft liegt in der Hand der Familien, nicht in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften.
Neben der Eurokrise ist die demografische Entwicklung die größte Bedrohung unseres Wohlstands, erklärte die Staatssekretärin in Peter Altmaiers Bundesumweltministerium gegenüber der Bild-Zeitung. Auch wenn die heterosexuelle Ehe an Bedeutung verloren habe, dürfen wir sie als Lebensentwurf nicht grundsätzlich in Frage stellen. Vielleicht haben wir ja noch ein paar Inseln, um die dahin zu schicken. Mir wär's recht. Die Union müsse klar sagen, dass sie nicht auf Homosexuelle, sondern auf Familie, Kinder und Ehe setze. Die Gesellschaft wird nicht von kleinen Gruppen zusammengehalten, sondern von der stabilen Mitte. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften dürften zwar nicht diskriminiert werden, aber niemand werde diskriminiert, wenn das Lebensmodell, das den Erhalt unserer Gesellschaft garantiert, besonders geschützt und gefördert wird. Meine Meinung. Die Familie sei der Gegenpol zur Globalisierung in einer raschen Arbeitswelt. Würden Homosexuelle gleichgestellt, sieht Reiche offenbar eine Gefahr für diese heterosexuelle Familienwelt. Welches Signal wollen wir an die Familie richten? Alles egal. Nein, ich meine, das Signal muss sein, Familie ist der Ort der Werte, Überzeugungen und Normen, die unsere Gesellschaft zusammenhält. Ohne Familie mit Kindern keine Zukunft für Deutschland. Die haben wir eh nicht mehr. Anfang August haben 13 CDU-Abgeordnete mit ihrer Forderung nach Gleichbehandlung von eingetragenen Lebenspartnern im Steuerrecht für Aufruhr in der Union gesorgt, während Familienministerin und übrigens auch schlechte Mutter Christina Schröder, CDU, die Gleichbehandlung befürwortet, lehnte Bundeskanzlerin Merkel eine Gesetzesänderung ab. Wundert es einen? Der Goldpreis steht vor dem Ausbruch. Nachdem das Edelmetall seit Wochen mit der 1.600-Dollar-Marke kämpft, scheint nun auch der Ausbruch über dieses Level endgültig geschafft. Allerdings ist das nicht die kriegsentscheidende Schwelle, denn viel wichtiger wäre das Überschreiten der gleitenden 200-Tage-Linie, die aktuell bei etwa 1.640 Punkten verläuft. Fast punktgenau dort notiert der Goldpreis am Dienstag. Das meldete Format.at am gestrigen Tage, was auch heute von goldblogger.de bestätigt wird. Blogger natürlich. Gelingt der Ausbruch, dann rücken die jüngsten Hochs wieder in den Blickpunkt der Investoren. Dabei richtet sich der Fokus auf das Allzeithoch von Mai 2011. Damals erzielte Gold einen Rekordpreis von 1.000 Dollar je Feinunze. Interessantes Detail der aktuell wieder anziehenden Goldrallye. Erst vor wenigen Tagen kamen immer mehr skeptische Töne aus den Handelsräumen der Banken. Analysten zeigten sich zunehmend pessimistisch und kürzten ihre Kursziele für Gold. Ein neuerlicher Beweis für die Marktstimmung als Kontraindikator. Markttreibend wirken übrigens die Spekulationen um weitere Liquiditätsspritzen der Notenbanken. Besonders die in Aussicht gestellten EZB-Bondkäufe treiben den Goldpreis an. Moskau. In Moskau haben am Montag die 7 strategischen und sicherheitspolitischen Konsultationen zwischen China und Russland stattgefunden, meldete german.irib.ir am Dienstag. Dabei zugegen waren der chinesische Staatskommissar Dai Bingguo und der russische Sicherheitsberater Nikolai Patrushev. Im Mittelpunkt der Beratungen standen in erster Linie die chinesisch-russischen Beziehungen. Auch die Syrien-Krise, die iranische Atomfrage sowie der Ausbau der Shanghaier Kooperationsorganisation SCO standen auf dem Programm. Ebenso die Zusammenarbeit der BRICS-Staaten und die Situation im Asien-Pazifik. In der gegenwärtigen unklaren Weltlage sei für beide Länder wichtig, ihre Kooperationen und Koordinationen hinsichtlich der strategischen und sicherheitsbezogenen Fragen zu verstärken, sagte der chinesische Staatskommissar. Kairo. Aus Kairo kommt eine weitere Meldung von german.irib.ir. Die Muslimbruderschaft in Ägypten setzt ein Komitee ein, um den Camp David-Vertrag nochmals zu überarbeiten. Die Zeitung Al-Misruin schrieb heute, manche unterrichtete Quellen in der Muslimbruderschaft teilten der Zeitung mit, dass dieses Komitee aus Experten der Rechtswissenschaften, der Diplomatie und des Militärs besteht. Manche Beschlüsse werden nochmals überprüft. Es soll einen Plan zur Änderung und Revidierung von Vertragspunkten ausarbeiten.
Das Abkommen sei praktisch mit der Entsendung von ägyptischen Einheiten in der Sinai durch Mosi außer Kraft getreten. Mohsen Razi, Mitglied der Muslimbruderschaft im Parlament, sagte, dass die Interessen des Volkes für die Regierung in Kairo Priorität hat. Jedes Abkommen, das diesen Interessen schadet, wird ausgesetzt. Die politischen Abkommen in Ägypten werden nicht mehr wie in der Vergangenheit geschlossen. Der Camp David-Vertrag ist unterdrückerisch. Die ägyptische Armee muss zur Unterstützung des Volkes das Sicherheitsvakuum in der Sinai füllen. So langsam beginnen sich die Fronten zu erklären. Frankfurt Main. Angst vor dem großen Ansturm. Längst bereiten sich Banker darauf vor, dass die Europäische Währungsunion zerbricht. Neueste Meldung war ja, dass hier unser Mr. Rothschild eine Wette abgeschlossen hat, dass 200 Millionen Euro dafür einsetzt, dass der Euro zugrunde geht. Das ist ja wohl ein Hammer. Ja gut. Ihre Notfallpläne beschäftigen Scharen von Unternehmensberatern und Juristen. Einblicke in ein Thema, das eigentlich tabu ist. Über dieses Thema berichtete süddeutsche.de am heutigen Mittwoch. Schon einmal eine Einstimmung der Schlafschafe. Ja gut, schlafe selig und süß und so weiter. Schweigen ist Pflicht in diesen heißen Tagen der Eurokrise. Zwar ist es längst Geheimnis mehr, dass sich große Banken in Europa und in den USA auf das Schlimmste vorbereiten. Den Austritt Griechenlands aus der Eurozone, ja, den Zusammenbruch der Währungsunion. Während hinter verschlossenen Türen Notfallpläne erarbeitet werden, üben sich die Kommunikationsabteilungen in Verschwiegenheit. Kein Kommentar, heißt es bei der Deutschen Bank. Die Commerzbank immerhin lässt wissen, unsere Aktionäre, unsere Kunden und die Aufsichtsbehörden erwarten, dass sich die Bank sorgfältig und rechtzeitig auf alle Eventualitäten und Szenarien vorbereitet. Auch die Finanzaufsicht BaFin beteuert, man diskutiere bestimmte Szenarien und sei dafür gerüstet, ungeachtet der Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts. Die Aufseher wissen, wie viel Geld die deutschen Banken in den einzelnen Euro-Staaten investiert haben und wie sie abgesichert sind. Details unterliegen allerdings der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht, wie es heißt. Öffentlich gibt es nur die Versicherung, die Institute sind auf eine Krise besser vorbereitet als auf 2008. Es laufen also seit Wochen die Vorbereitungen für einen Abschied Griechenlands vom Euro. Die Banker sprechen vom Grexit. Wenn es soweit kommt, dann wird das sehr kurzfristig geschehen, nach Börsenschluss am Freitag. Danach wird es in Griechenland ausgedehnte Bankfeiertage geben, damit das Land genügend Zeit hat, eine neue Währung einzuführen, die vielleicht Drachme heißt. Diese würde im Verhältnis zum Euro kräftig abwerten, um 50% oder mehr, schätzen Ökonomen. Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen führt Religionsunterricht für Muslime ein. Als erstes Bundesland führt Nordrhein-Westfalen mit dem Beginn des neuen Schuljahres an diesem Mittwoch islamischen Religionsunterricht ein, allerdings noch nicht flächendeckend. 40 Fachlehrer werden zunächst an 44 Grundschulen insgesamt rund 2500 muslimische Kinder unterrichten. Insgesamt gibt es in Nordrhein-Westfalen 320.000 Schüler muslimischen Glaubens. Schon seit dem Schuljahr 1999/2000 läuft in NRW ein zeitlich nicht befristeter Schulversuch, Islamkunde in deutscher Sprache. Darin nahmen im vergangenen Schuljahr mehr als 10.000 Kinder an 143 Schulen teil. Bereits 1986 wurde Islamkunde als Teil des herkunftssprachlichen Unterrichts eingeführt. Während die Islamkunde eher kulturwissenschaftlich orientiert ist, geht es bei dem neuen Angebot um einen bekenntnisorientierten Unterricht aus der Perspektive des Glaubens. Die Fachlehrer werden in Kooperation der Universitäten Münster und Osnabrück ausgebildet. Bislang gab es in Deutschland keine offiziell legitimierte islamische Religionsgemeinschaft. Na, da freuen sich aber unsere Ärzte. Und vor allen Dingen unsere jüdische Klinik in Berlin,
denn die haben ja bald die Freigabe, so richtig an andere Leute kleiner Kinder an dem kleinen Piepmatz rumzuschnibbeln. Ich finde das zum Kotzen. Damaskus. Frankfurt hat an die syrische Rebellen eine Lieferung von Nachrichten und Schutzmitteln übergeben, wie der französische Premierminister Jean-Marc Ayrault am Mittwoch mitteilte, so RIA Novosti. Gemäß unserer Militärstrategie reagierten wir auf die Bitte des syrischen Nationalrates und von Vertretern des syrischen Widerstands, einige Ausrüstungen an sie zu liefern, sagte der Premier im Radiosender BFM TV. Ayrault betonte, dass die gelieferten Ausrüstungen nicht zum Töten bestimmt seien und Nachrichten und Schutzmittel darstellen würden. Über die Kosten und den Umfang der gelieferten Ausrüstungen wurde nichts mitgeteilt. Über eine mögliche Lieferung von Nachrichtenmitteln an die bewaffnete syrische Opposition hat der französische Außenminister Laurent Fabius Mitte Juni gesprochen. Der Konflikt in Syrien, dem UNO-Angaben zufolge bisher 17.000 Menschen zum Opfer fielen, dauert seit März 2011 an. Das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die zu sehen, zu hören. Madet Jod und tschö.